Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Brandstätter. Dankeschön, Herr Präsident. Herr Bundeskanzler, ich möchte mit einem persönlichen Wort beginnen. Ich fand es wirklich bemerkenswert, dass Sie sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht bei der Beantwortung dieser dringlichen Anfrage. Ja, wir wollen das verbessern. Ich glaube, das soll man hier nicht vergessen. Das wäre denn nämlich wirklich neuer Stil, der ja versprochen war, und ich möchte das hervorheben. Und wenn wir schon was Persönliches sagen, ich würde Ihnen zutrauen, eine Frage, die nicht vorformuliert ist, zu beantworten, aber das ist mehr ein Appell für eine Parlamentsreform. Also komme ich zur vorformulierten Anfrage, die Sie kennen, aber vielleicht noch eine Vorbemerkung. Der industrielle Pierer, ja, machen wir Reform. Der industrielle Stefan Pierer hat ein Interview heute im Standard, wo er sehr deutliche Kritik an der Regierung übt. Er ist auch sehr enttäuscht von ihrem Vorgänger, aber ist eine andere Geschichte. Aber er sagt, es fehlt vorausschauendes Denken. Das ist besorgniserregend. Aber ganz konkret, es wurde ja mehrfach die Möglichkeit eines gemeinsamen europäischen Gaskaufs am internationalen Gasmarkt angedacht und wohl auch im Europäischen Rat besprochen. Was ist hier der Stand der Diskussion auf EU-Ebene? Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Ich kann Ihre Kritik nachvollziehen. Als ich selbst Abgeordneter in diesem Hohen Haus war, habe ich das Prozedere auch ein wenig antiquiert anmutend gehalten, wenn es tatsächlich zu einem gemeinsamen Beschluss der Parteien hier im Hohen Haus kommt, um die Fragestunde zu verändern, dann begrüße ich das. Aber wie ich weiß, ist es für den Präsidenten eine stete Herausforderung, hier eine Einigkeit unter den im Parlament vertretenen Parteien zu erzielen. Also ist es ein Appell an Sie selbst. Ich bin und freue mich dann darauf, auch wenn es reformiert ist und tatsächlich dann spontan. Zu der Frage, es gibt diese sogenannte Energieplattform, die ist seit circa 2 Wochen tatsächlich aktiv. Das Energieministerium hat einen Beauftragten in die Plattform entsandt. Wir haben das höchstmögliche Potenzial an Terawattstunden Gas eingemeldet. Das sind 50 Terawattstunden, die für Österreich hier möglich waren. Die Plattform nimmt ihre Arbeit auf. Operativ wird sie noch nicht spürbar. Faktisch ist aber, dass wir trotzdem bei der strategischen Reserve jetzt handeln müssen und nicht darauf warten können, ob die Plattform dann tatsächlich uns unterstützt und hilft. Ich habe es auch, muss ich auch offen dazu sagen, ein wenig eigenartig gefunden. Es hat die Präsidentin der Kommission, die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, sich nicht gegenseitig zu konkurrenzieren. Das wäre dann nicht der Fall, würde die Plattform arbeiten und schon uns selbst entlasten bei der Suche nach den notwendigen Gasvorkommen. Das heißt also, es wird einfach davon abhängen, wie schnell die Plattform operativ tätig wird. Die volle Unterstützung von österreichischer Seite ist zugesichert. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. Ich beziehe mich nochmal auf das Interview vom Stefan Pierer. Jetzt sagt er natürlich, die Lage ist besorgniserregend, weil noch mehr Preiserhöhungen kommen werden. Und das, was er da vorschlägt, ist natürlich umstritten. Ich möchte wissen, was Sie dazu sagen. Er sagt, in Krisenzeiten muss man den Strompreis deckeln. Das ist nicht so kompliziert. Wie sehen Sie das? Na, da geht die Expertinnen und Expertenmeinung derzeit auseinander, weil Europa auch regional extrem unterschiedlich aufgestellt ist. Wir haben auf der Iberischen Halbinsel tatsächlich ein erfolgreiches Modell einer Preisdeckelung, liegt aber daran, dass die Iberische Halbinsel vom internationalen Handeln des Stromes deutlicher abgeschottet ist. In Österreich ist die Herausforderung, wir sind komplett vernetzt im wahrsten Sinne des Wortes, brauchen ja auch selbst immer wieder Stromimporte und aufgrund dieses Handelsvolumens ist eine Deckelung von Strom, das ausschließlich in Österreich durchgeführt würde, führt dazu, dass dieser billige Strom in der Sekunde international gehandelt wird und dann nicht den eigenen Verbrauchern zugutekommt. Das heißt, das Ziel ist nachvollziehbar, aus meiner Sicht auch anstrebenswert. Wir diskutieren das auch auf Kommissionsebene, zumindest auch bei dem Thema Gas an sich oder Merit Order. Es ist halt ein total komplexes Unterfangen und ich kann es Ihnen nur so ehrlich beantworten, wie es tatsächlich auch im EU-Rat der Regierungschefs diskutiert wird. In Ermangelung anderer bewährter Systeme gilt derzeit noch das Vorsichtsprinzip. Ich halte das für einen Fehler, weil tatsächlich außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Aber was ich zusagen kann, ist, dass Österreich konstruktiv sich an diesen Reformbemühungen des Strommarkts beteiligt und auch da guten Lösungen nicht im Wege steht.